Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fast and Curious, powered by Food Factory. Wir machen heute ein wunderbares Pastrami-Sandwich. Und ja, wir haben die Pastrami gekauft bei unserem Metzger des Vertrauens, aber keine Angst, wir machen die auch selbst. Das Problem ist bloß, das dauert bis zu 11 Tage und wir wollen aber jetzt Pastrami essen. Deswegen habe ich Zutaten genommen, die ihr auch genauso schnell wie ich kriegen könnt. Beginnen wir mit dem Brot. Ich wollte eigentlich so ein richtig schönes fluffiges Brot, aber kein Toastbrot. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, es ist zwar nicht wirklich fluffig, aber man kann damit super geil arbeiten. Also einfach mal bei eurem Bäcker nachfragen, ob die ein Weißbrot in Kastenform haben. Dann geben wir ein richtig großes Stück Butter mit dazu und lassen die Pfanne jetzt auf mittlere Hitze schön einfach, ja, vor sich hin arbeiten, bis das Brot so ausschaut. Dann wenden, das gleiche von der anderen Seite auch. Das heißt, das Brot saugt das ganze Butteraroma auf und trotzdem haben wir einen schönen Crunch noch mit dabei. Weiteren Crunch gibt uns dann auch die Cornichons. Das sind kleine Mini-Gürkchen. Ich habe hier die Chili-Variante, das heißt, die werden mit Chili eingelegt. Das ist unbeschreiblich geil, weil die so eine Süße und eine Schärfe mit reinbringen. Apropos Schärfe, unsere Soße wird natürlich auch leicht scharf. Wir haben hier einen Teil Fertigmayonnaise, also das sind 2 Esslöffel. Dazu kommt ein Teelöffel Senf. Wir haben hier groben Dijon-Senf, Salz, Pfeffer. Ihr könnt natürlich auch noch variieren mit frischen Kräutern. Und natürlich könnt ihr auch ein bisschen was von dem Saft der Gurke mit dazu tun, also das, was da im Glas drin ist. Aber variiert da einfach. Ihr könnt eure Soße herstellen, wie ihr wollt. Wir geben die Soße auf unseren noch schön warmen Toast, weil wir waren ja schnell. Geht ja ziemlich zügig. In der Zwischenzeit rösten wir übrigens die andere Toastscheibe an. Dann tun wir hier frischen Romana-Salat-Herzen drauf. Die habe ich gerade gewaschen. Ihr seht schon an der Farbe, das sieht einfach geil aus. Sie geben auch nochmal schön einen Kick mit rein, weil das einfach so die Frische, dieses Knackige mit reingibt. Und jetzt kommt mein Tipp des Tages. Pastrami. Alles unter 1, 2, 3, ach was sage ich, alles so ab 200 Gramm bis 300 Gramm ist erst Pastrami-Sandwich. Also wenn ihr mal in New York, London irgendwo Pastrami esst, ihr werdet da richtig mehr Fleisch kriegen, als wenn ihr ein Steak esst. Das ist echt krass, aber auch extrem geil. Also macht da gar nicht rum mit 2 oder 3 Scheiben. Das geht einfach nicht. Haut da richtig schön viel drauf. Dann noch ein bisschen Soße, unsere Cornichons und dann den Deckel drauf runterdrücken, durchschneiden, entspannen und genießen. Fertig ist unser ganz schnelles Pastrami-Sandwich. Ihr könnt natürlich das jetzt nochmal kurz in der Pfanne anschwenken, wenn es euch kalt geworden ist, aber wenn ihr zügig arbeitet, ist das jetzt noch echt richtig schön warm. Mega geil. Wenig Zutaten, ihr habt es gesehen, geht ganz schnell. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachkochen. Habt die Ehre, euer Hannes aus der Food Factory.